Nach der Haft in Landsberg sieht Hitler sich als einziger Führer der völkischen Bewegung. Er fühlt sich von der Vorsehung ausersehen, um Deutschland den Weg zur nationalen Erlösung zu zeigen. Obwohl die Partei bei Wahlen erfolglos bleibt und die Mitgliederzahl nur langsam wächst, festigt sich der Personenkult um Hitler. Dieser Führerkult hält die NS-Bewegung über ideologische Grenzen und persönliche Abneigungen hinweg zusammen. Die Parteitage sind zweifellos Hitlers persönliches Werk gewesen. So wie er sich etwa beim Aufbau der SA um kleinste Einzelheiten der Uniformentwürfe bis zur Farbgebung der Hemdenspiegel der Standarten kümmerte, so ließ er sich bei der Planung der Parteitage noch die Ausschmückung der Kongresshalle angelegen sein. Albert Krebs, bis 1929 NSDAP-Gauleiter von Hamburg. Durch die Stadt. Ein Triumphzug, alles jubelt uns zu und wirft Blumen. Vorbeimarsch, nahezu 4 Stunden. Ein einziges Freuden- und Blumenmeer. Josef Goebbels, Tagebuch.